Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Dishonored, die Maske des Todes. Im letzten Part haben wir uns hier weiter versucht, an den Wachen vorbeizuschleichen. Ist aber leider nicht so leicht, denn die haben ja neue Methoden gefunden, um uns zu finden. Hier sind nicht nur hunderte von Wachen, sondern auch noch so merkwürdige elektronische Sachen, die uns aufspüren können und uns damit Blitzen abschießen. Und es ist alles andere als leicht, an denen vorbeizukommen. Hä? Ist das jetzt wegen mir gerade gewesen, dass hier Alarm ausgelöst worden ist? Ist hier nicht irgendwo zufällig eine Wache? Okay, ich muss jetzt mal dieses Ding mir nochmal anschauen. Also ich port mich jetzt mal dahin. Jetzt fährt es hoch. Aber jetzt wird es dann mit Blitzen auf mich schießen. Okay, ich muss unbedingt von dem Ding wegbleiben. Denn das löst dann auch Alarm aus. Und das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Wirst du leider nicht schaffen, aber... ja, kann man nichts dagegen machen. I'm sorry. Das ist noch eins von diesen Dingen. Oh. Komm. Verdammt. Ah! Hä? Habt ihr... Wow! Wow! Warum haben die mich gesehen? Nein! Weg da! Wow, ey. Also, die Kämpfe. Ich komme damit nicht zurecht. Ich bin zu blöd für die Kämpfe. Die sind auch sehr stark, wirklich. Aber, okay. Ich habe meine Idee. Ich habe eine Idee und ich hoffe, sie klappt. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Verdammt! Warum bist du gestorben? Ich wollte ihn doch gar nicht töten. Also meine Idee ist jetzt, wir nehmen die Batterie, werfen sie schnell weg, damit wir uns hier besser bewegen können. Und dann übernehmen wir ihn schnell. Okay. Jetzt haben wir ihn übernommen. Und ich hoffe, wir schaffen es bis dahin. Ah. Komm, töte ihn. Oh. Ey, das klappt so nicht. Also das ist echt tricky, hier an denen vorbeizukommen, weil es so viele Wachen sind. Und mit dem Ergreifen kommen wir hier leider auch nicht weit. Und ich glaube, das können... Ja, aber den kann ich ergreifen. Und das hilft mir schon ein bisschen etwa. Ein bisschen was. Jetzt kann ich an dem Ding hier immerhin vorbeikommen. Und wenn ich jetzt hier sehen würde, wo die nächste Wache ist. Ist hier eine? Nein, hier ist keine. Gut, dann. So, schön. Ich würde sagen, den lassen wir einfach mal hier liegen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keiner vorbeikommt. Okay, das ist gut. Aber die Frage ist, wie wir jetzt weiterkommen. Wenn ich jetzt hier vorgehe, erwischt mich das Ding doch. Ja, das habe ich mir gedacht. Ey, dieses Ding, das ist echt schlimm. Das löst ja auch immer gleich sofort Alarm aus. Es tut nicht nur die Wachen alarmieren, das ist ja das Schlimme. Hä, habe ich gerade nochmal geladen? Ich bin blöd. Okay, dann teste ich mal was. Ach, dieses Ding, ich hasse es. Hä? Warum verliere ich bitte hier Leben? Ich spawne und das Ding zieht mir Leben ab. Das finde ich aber sehr fair. Laden wir den hier nochmal. Wo ist der Speicherstand? Ich hoffe nicht allzu weit weg. Ey, aber dieses Ding, boah. Das ist echt hart. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Schlechter Checkpoint. Ganz schlechter Checkpoint. Okay. Oh, ey, Mann. Also, diese Dinger, mit denen komme ich ja noch gar nicht zurecht hier. Okay, dann habe ich jetzt aber noch eine Idee. Nein! Wie kann man so unfähig sein? Hallo, wenn ich von dem Ding abgeballert werde, dann schaffe ich es da ganz leicht hin. Und jetzt auf einmal... Oh, okay. So, tun wir jetzt die Zeit anhalten. Und jetzt schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben.
Geh da rein. Du bist so unfähig. Corvo. Echt, Mann. Du bist unfähig. Okay. So. Dann schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Und jetzt irgendwie... Da. Hallo! Warum zur Hölle komme ich da nicht durch? Das ist gerade echt ein bisschen unschön, weil ich sterbe, ich falle ja die ganze Zeit runter wegen einem Spielfehler. Oder ist es ein Spielfehler? Soll man da gar nicht hochkommen? Das kann natürlich auch sein. Okay, lass mir die Zeit mal weiterlaufen. Komm, ich meine, da kann ich doch rein. Speichern wir mal hier. Ey, das ist gerade echt hier nicht schön. Das gefällt mir gerade echt nicht. Ach, wisst ihr was? Ich cheat mich jetzt hier durch. Da. Port. Wenn ich... Ich sag ja, wenn der gescheit springen würde, dann müsste ich mich gar nicht so oft porten. Aber wenn er nicht will, dann wird er nicht. Erstmal jetzt wieder einen Trank nehmen und jetzt geht's weiter. Kanada. Gut. Ich frage mich nur gerade, ob es überhaupt was gebracht hat, hier zu gehen. Wow! Wo zur Hölle kommt der her? Ey, ich schau mich da um. Ich schau mich um. Schau nach links, schau nach rechts, schau nach oben, schau nach unten. Ah, und da kommt einer. Okay. Das machen wir jetzt anders. Erstmal nehmen wir das. Das. Ah, super, beides. So. Erstmal beklauen wir dich. Jetzt haben wir deinen Zugbrückenschlüssel. Dann nehmen wir dich hier auf die Schultern. Und... Ach, verdammt, ich kann den ja nicht mal runterwerfen. Oder vielleicht doch. Ich wollte ihn ja eigentlich nicht töten, aber naja. Eben das eine. Wenn er runterfallen will, dann will er halt runterfallen. Okay, gut. Dann heißt es jetzt wieder greifen. Auf nach oben. Und jetzt sind wir fast schon oben hier auf der Brücke und sollten rüberkommen. So, gut, ich habe gedacht, der schafft jetzt den Sprung wieder nicht. Hey! Wow, nicht so weit sliden! Oh. Der Slide war schön. Der war echt schön. Okay. So hoch, glaube ich, müssen wir gar nicht. Hey, das ist eine Flagge. Sehr schön. Okay. Erstmal schaue ich jetzt nochmal mit dem Herz. Ja, da hinten ist die Rune, die ich nicht bekommen werde. Und sonst ist hier nichts mehr. Gut. Ich sehe auch nicht mal Gegner. Da, was eigentlich echt praktisch ist, aber... Ja, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht, würde ich sagen. Gut. Erstmal tun wir jetzt mal wieder hier Crafter upgraden. Wir haben 3 Runen. Die Frage ist eigentlich nur, was ich als zweites haben will. Haben wir... Ne, Nachtsicht haben wir noch nicht upgraded. Ich würde sagen, Schattenangriff überrascht deine Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zur Asche. Ja, aber ich töte ja fast keine Gegner. Ich lade ja dann immer neu. Bluthurst, naja, das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht so. Ich würde sagen, wir sparen, bis wir Zeit verlangsamen 2 upgraden können. Das ist so das Sinnvollste, würde ich sagen. Also nach der... Klar! Klar, nach der Nacht sehe ich keinen Gegner. Ich gehe vor, was ist da? Ein Gegner! Ich sehe ihn sogar jetzt auf einmal. Hä? What the hell? Was ist mit der Kamera los? Ah, da. Na, mein Kleiner. Drehst du dich in um? Ah, ne, du drehst dich nicht in der Sekunde um, wo ich... Warum? Wo sind die? Lichter gehen doch. Oh, die sind unter uns. Ich habe nichts zu tun. Ich schmeiß den jetzt hier mal runter, weil das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ist der gerade weggepackt? Ah ne, der liegt hier. Ach, sehr schön. Naja. Wenn es ihm Spaß macht. Hä? Hab ich jetzt schon wieder jemand gesehen? Warum sehen mich die ganze Zeit alle? Ich höre jemanden. Du bleibst mein Freund, aber du musst jetzt echt hier runter. Sorry. Gut. Okay. Der ist unten und das hat die Wachen sogar noch ein wenig abgelenkt. Und jetzt tun wir den Schalter benutzen. Da ist ja jemand. Oh, da kommt noch jemand. Was hab ich? Ich weiß, dass du hier bist. Woher weißt du das? Okay. Er muss hier irgendwo sein.
Da ist eine Wache und da ist eine Wache. Dann, was machen wir hier Schönes? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Nein, hier ist niemand. Keine Sorge. Alles ist schön, alles ist gut, alles ist ruhig. Alles ist ruhig. Und keiner von euch will hier hochgehen. Wo sind die beiden hingelaufen? Okay. Okay, da einer ist wieder runtergegangen. Und den anderen sehe ich leider nicht. Okay, ich blinke mich jetzt mal hier hin und hoffe, dass der nicht dahin schaut. Nein, du siehst mich nicht, nein, du siehst mich nicht, nein, du siehst mich nicht. Kannst dich nicht ewig verstecken. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Verdammt, hier falle ich runter. Ist wohl alles in bester Ordnung. Ja. Lange verstecken. Alles ist in bester Ordnung. Boah, die beiden Wachen, die machen mir ja gerade richtig Probleme. Wo bist du hin? Ich bin ganz woanders. Ich bin ganz weit weg von dir. Keine Sorge. Die Frage ist gerade nur, wo ich hingehe, wo ich keine Sorgen habe. Ich weiß gerade irgendwie selber nicht so, wo ich hingehe. Ich bin doch jetzt einfach nur wieder zurückgegangen. Was hat mir eigentlich diese... Der Schalter hat doch nur gebracht, dass die Brücke sich jetzt nach oben bewegt hat. Aber was im Endeffekt bringt das mir? Muss ich jetzt nicht verstehen. Ich glaube, das war ein bisschen umsonst, die Aktion. Naja. Irgendwie sind viele Aktionen, die ich hier in dem Spiel mache, umsonst. Gut. Wenn ich halt wüsste, wo diese verdammten Wachen sind. Wisst ihr was? Ich hab jetzt das beschlossen. Ich tue jetzt Nachtschicht doch upgraden. Denn dann kann ich durch Wände sehen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und es kostet eh nur 2 Runen. Ich hoffe es. Ja! Jetzt habe ich neu geladen. Puh! Warum drücke ich neu laden, dass ich, Mann? Okay, aber die Rune habe ich schon vergeben, oder? Habe ich sie? Nein, habe ich natürlich nicht. Dann tun wir es halt nochmal machen. Mache ich ja gerne. Und jetzt... Da sind die beiden. Oh, cool, wir sehen jetzt sogar irgendwelche Käbel. Und da oben sind die Scheinwerfer. Das ist praktisch. Also das Upgrade bringt es ja eigentlich richtig, das Nachtschicht-Upgrade. Nachtsicht. Hast du Nachtsicht jetzt oder Nachtschicht eigentlich? Schauen wir mal. Steht nicht da, sehr schön. Wir haben den Schlüssel. Okay, wir brauchen nicht mehr Schlüssel. Aber wir brauchen die Tanks. Erster Tank. Den schmeißen wir mal dahin. Und jetzt entführe Sokolov. Okay, das ist also unser nächstes Ziel. Ja, jetzt kann Calvin andocken. Und das heißt, wir müssen Sokolov finden. So, oh, wunderschöner Port. Der war wunderschön. Okay, ich sehe unten eine Wache. Steht mir ein wenig im Weg. Und ich sehe da noch eine Wache. Oh, die steht mir dann noch mehr im Weg. Da springe ich jetzt nicht runter. Das ist echt keine gute Idee. So. Dann porten wir uns hier hoch. Komm, port dich da, du schaffst es. Ich glaube an dich. Wow, wunderschön geportet. Ich bin so stolz auf dich. Hey, da sind Ratten. Ach, süß. Oh, meine kleine putzige der Ratten. Ihr seid alle so putzig. Und süß. Okay. Dann sind wir hier gut durch das Level gekommen. Sokolovs Haus. Ja, zur Metro Substation. Okay. So hört sich das, würde ich sagen. Höre ich hier schon Wachen? Oder schnarcht hier nur zufällig jemand? Erstmal holen wir uns die Rune und schauen dann hier mit unserer Nachtsicht, Nachtschicht, wie auch immer. Wo ist sie da? Ich sehe da irgendwas auf dem Boden liegen, das ist Sokolovs Elixier, sonst sehe ich keinen in der Nähe, gut. Ja, hier könnt ihr was lesen, wenn ihr wollt. Wenn es euch Spaß macht. Gut, also. Da ist eine Wache, da sind noch zwei andere Wache und da ist eine Wache.
Nummer 4. Können wir uns da reinporten? Das ist die erste Frage. Nein. Da ist eine Glasscheibe davor. Gut. Ich liebe es, wie sie sich drehen und drehen. Wie, die Räder? Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Was werden die auf einmal hier so philosophisch? Denken Sie dran, Wachmann. Sie müssen sich weiter drehen. You spin my head right round, right round. Ey, das Lied, irgendwie singt das jeder immer, wenn irgendjemand sagt, irgendwas dreht sich, dann singt jeder dieses Lied. Das ist genauso immer, wenn ihr irgendjemand was von allein sagt, dann kommt immer allein, 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 allein. Wir sind allein, du bist ein Kellerkind. Okay, vielleicht nicht genauso. Aber so ähnlich. Oh, Rättchen. Bist du nicht süß? Bist du nicht eine süße Ratte? Okay, jetzt muss ich mich mal hier umschauen. Ich sehe da oben eine. Ich sehe da eine. Und ich sehe da Käbel. Und da oben ist noch eine Wache. Gut. Mich würde interessieren, ob das irgendein wichtiger Apparat ist oder ob der hier irgendwie für gar nichts Gutes war. Also ich glaube, er ist nur für die Räder da. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Ha. Also wenn wir da hochgehen, bringt es uns gar nichts, so wie ich das sehe. Aber ich schaue mich jetzt mal hier oben um. Komm. Ja, die Fähigkeit ist eigentlich schon saumäßig praktisch. Ist ein wenig gecheatet, aber naja. Ich meine halt, wir haben hier Wallhacks, wir haben hier... wir haben hier eigentlich alles. Nein! Verdammt, warum verlangsame ich die Zeit? Ah, oh, jetzt habe ich noch ein Sokolov-Ding da genommen. Wollte ich gar nicht. Gut, dann tun wir jetzt erstmal hier die Fähigkeit Blink wieder auswählen und den Schalter betätigen. Damit sind die Räder aus und da unten sollten jetzt die Generatoren aus und ich glaube, ich hoffe es zumindest, die waren hier für die, für diese schöne Apparat. Nein, nein, ich hab jetzt gedacht, das ist für die Apparatur da vorne zuständig, aber wie es aussieht, stimmt das gar nicht. Ist ja kacke. Gut, du darfst jetzt erstmal schwimmen gehen. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich da lang. Erstmal hier mitnehmen, auch wenn es hier nichts gibt. Die Lichtschranke und der Walter. Beim Outsider. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten lassen. Bitte sag nicht, dass sie da rein können. Das ist nicht an. Wären die Dinge doch zuverlässiger, dann wären sie die Mühe wert. Okay. Es war nur Zufall, dass der Wahltank hier ausgelaufen ist. Warum kann ich keine Beherrschung hier machen? Was soll das? Warum bitte kann ich hier nicht beherrschen? Ich glaube, das geht durch Wände nicht. Ach, das ist ja blöd. Gut, dann müssen wir uns hier hochporten. Und jetzt haben wir hier den schönen Apparat ausgeschaltet und können uns, wenn das Spiel es erlaubt, dahinter porten. Wunderschön! So hört sich das. Ach, das macht immer wieder Spaß. Gut. Schauen, dass uns keine Wache sieht. Und dann schnell hier rein. So kommt das aus. Davor will ich aber jetzt nochmal schauen. Da hinten ist noch ein Knochenartefakt. Das würde ich mir ehrlich gesagt noch gerne holen. Ah, das ist von der anderen Seite zu. Okay. Dann müssen wir hier mal wieder ein wenig um die Ecke denken, aber das machen wir allzu gerne, würde ich sagen, oder? Komm. Nee! Nee, warum schaffst du das nicht? Ich bin enttäuscht von dir. Corvo, schäm dich. So. Oh! Also Corvo. Was würde deine Mutter dazu sagen? Wäre die darüber glücklich, dass du den armen MC Morphix enttäuscht? Nein. Gut. Mal wieder hier überprüfen, ob jemand da ist. Ist da jemand? Helft mir!
Da unten ist jemand, der um Hilfe schreit. Könnte das das Mitglied der Bottle Street Gang sein? Oder einfach nur irgendwelche merkwürdigen Zivilisten, die da rumliegen? Schauen wir erstmal. So, wer ist hier? Wachen sich gerade keine? Oh, aber ich sehe Rattenschwärme. Also ich glaube, hier ist keine Wache drin. So viel kann ich schon mal sicher sagen. Und Ratten gibt es hier sehr viele. Und das arme Mädchen, ja, das ist von innen umkreist. Oh, und hier ist eine... Oh, eine Leiche. Bitte kümmern Sie sich um die Ratten. Viele Ratten. Viele, viele Ratten. Ja, dann würde ich sagen, bitteschön. Hä? Warum geht die nicht los? Okay, einige der Ratten hat sie getötet, aber eindeutig zu wenige. Wenn ich hier die Brandmunition haue... Bitte hören Sie damit auf. Das bringt ja gar nichts. Ha. Okay. Wie zur Hölle soll ich die Ratten hier loswerden? Null Ahnung. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß es gerade leider nicht. Soll ich die alle einzeln totschlagen oder was? Bin ich ja 100 Jahre unterwegs. Hier, eine kleine Leiche. Draufhauen! Komm! So! Weg da! Mit euch! Hässlichen Ratten! Haut ab! Also vielleicht bilde ich es mir ja ein, aber es sind immer noch genauso viele Ratten wie vorher. Und ich glaube, ich krieg die ja nicht tot. Blöde, hässliche Ratten. Ja, da hauen sie ab. Da kommen sie wieder. Blöde, hässliche Ratten. Jetzt hauen wir die hier kaputt. Na, meine Kleine. Hä? Danke für die Hilfe. Warum geht's jetzt da? Ich dachte, ich wäre sicher. Aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Ein Knochenartefakt. So wie alle anderen von hier. Genau, dieser schätze ich mal. Ja, Tyrions Tagebuch. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann, wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt, also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag, Monat des Windes. Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den anliegenden Straßen, aber betritt nie dieses Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem. Aber ich konnte nachts etwas stehlen. Zweiter Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er trägt ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Vierter Tag, Monat der Dunkelheit. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht zurecht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werden sie diesen Schuppen nicht mehr verlassen können. Selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Ja, das Knochenamulett, das dürfen, wie es aussieht, nur die Erwählten benutzen. Und die haben wir gerettet, darüber ist hier hoffentlich ein bisschen froh. Und ich würde sagen, wir können jetzt erstmal wieder einen Cut machen und sehen uns dann gleich wieder. Und dann gehen wir in Sisakolos Haus. Bis dann, euer MC Muffix. Ciao.